Aktuell befinden wir uns im Norden Finnlands, Nähe des Polarkreises. Wir haben die letzte Wintererprobung. Der Taycan muss auch in den Grenzbereichen entsprechend funktionierend ausgelegt sein. Das Ziel aller Tests, die wir hier haben, ist, dass wir ein super funktionsfähiges Produkt haben. Jede Erprobung bringt ihre Fehler hervor, bringt ihre Fragestellungen hervor. Haben wir unsere Spezifikation wirklich richtig gesetzt? Ist es wirklich das Sollverhalten, wie wir es später an den Markt bringen wollen? Wir wollten die Fahrzeuge einfach in der richtig heißen Umgebung testen. Wie verhalten sich die Komponenten, die Funktion? Wie funktioniert Laden bei heißen Außentemperaturen? Las Vegas, Death Valley, Los Angeles. Das Fahrzeug eignet sich in beiden Wetterextremen sehr gut. Gerade auf Schnee oder Eis spielt der Taycan auch seine Stärken aus. Man spürt die Agilität des Fahrzeugs und sein fahrdynamisches Können.